Hallo, hallo. Micha. Ich bin gerade hier nochmal aus dem Bild gegangen, ganz kurz. Ja. Denn ich wollte nochmal kurz was regeln hier an der Ecke. Okay, ja, was hast du denn da geregelt? Ja, also später. Okay. So, sind alle wieder da? Hier, was ist hier mit dem Chat-O-Mat? Hat sich aufgehangen hier? Qualität? Naja, gut. Chat-O-Mat hat sich aufgehangen. Oh, das ist natürlich scheiße. Ja, ist doch... Komm, ich mach mal... Oh, wie kann ich das denn hier neu laden? So vielleicht, aber draufhauen. Ja, weil ohne Chat können wir das Spiel nicht spielen. Nein. Im Grunde steuert ihr uns fair. Denn wir haben das Manual nicht gelesen. Ja, So, wir gehen nochmal zurück, weil ihr habt gesagt, da gibt es eine Tür und ihr hattet recht. Wir haben gerade mal in der Werbepause geguckt, wir schämen uns und wir sind dumm. Weil natürlich ist hier rechts eine Tür, die auch gar nicht so unauffällig ist, ne? die sitzt auch gar nicht da. Mehr Tür geht kaum noch so. Ohne den richtigen. Aber einen richtigen Schlüssel, naja gut. Wenigstens hat sie keinen Zweck. Okay, ich bin lost, der Chat ist weg. Dieses Spielgefühl ist gleich ein ganz anderes. Ja. Ich fühle mich so, als würde ich... Ich fühle mich voll isoliert, wir sind in einem Keller verfickt. Ja, wir sind seit 5 Wochen nicht rausgekommen. Das ist auch so ein bisschen so, als würdest du gerade schwimmen gehen, hast aber keine Schwimmflügel dabei und kannst nicht schwimmen. Ja, oder beziehungsweise du hattest welche und dann zieht sie dir jemand aus im Wasser. Oh ja, stimmt, du hast recht. Und du hast nur noch 60 Sekunden, ja, um alles gut zu machen. So, jetzt der Typ ist natürlich vorweggelaufen, will uns zu seiner Dame der Wahl bringen. Warte mal kurz. Castilla. Ja, das war safe, der... 11.5. Notsafe. So, Chat, bist du gleich wieder da? Ich hoffe doch. Na gut. Deswegen, so, ich glaube erst. Wollen wir mal zocken. Ja. Und wir gehen dann natürlich erstmal jetzt hinterher, wo man natürlich jetzt der Loot-Instinkt sagt, überall erstmal abbiegen, aber zack, geht's weiter. So, jetzt sind wir alle wieder am Start. Zu diesem Heslund, der uns zu seiner Chefin führen wollte. Ramirez? Den kenne ich auch. Ja, den kenne ich auch. Oh, das stinkt immer so. Geil. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Wo ist er denn hingelaufen? Hast du ihn ich habe ihn leider nicht mehr beobachtet. Ja, da ist er doch reingelaufen oder nicht? Bei Ramirez. Bei Ramirez nicht. Das war ein geschlossener Raum. Sah aus wie so eine Schatzkammer oder so. Wir können hier nochmal kurz gucken. Was gibt's hier so? Ja, gar nichts. Hier, Turrican76 hat subscribed hier für 11 Monate, du. Alter, geiles Ding. Turrican auch ein geiles Spiel. Ja. Ey, mega. Ich mochte die Musik übrigens mehr als das Spiel. Ja. Da habe ich meine Eltern gefragt, ob ich einen Amiga kriege, so mit 10 oder was. Mein Bruder hatte einen und ich habe nur die Musik keinen bekommen. Nein? Ich kein Amiga 500? Ich musste NES behalten. Hast du trotzdem die Joker gelesen? Die Amiga Joker? Amiga Joker, nee. Das war ein gutes Magazin. Ja. Habe ich das gelesen. Ich kann mich entsinnen. Oh, hier sind 2 Truhen, aber die will ich mal nicht looten, ne? Jetzt mal geht's los. Ja, warte mal, wir fragen mal. Also der Jester oder Jester, wie er heißt, ist uns weggelaufen. Wir finden den schon wieder. Kein Ding. Wir checken erstmal aus, was Ramirez zu sagen hat. Der Schatzmeister der Liebesgilde. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Aha. Die Micha Bros sollen ab und zu auch mal bei Game Plus Daily was machen. Ja, da muss ich ja Ton machen. Soll es gehen. Das wird nichts. Und du musst dir schlaue Sachen ausdenken. Ja, ich muss mir schlaue Sachen ausdenken. In Excel-Tabellen. Nein, da reden wir jetzt nicht drüber. Ey, bringt mich nicht auf dieses Thema. Ich gehe auf den Zahnfleisch deswegen. Aber es wird geil, Alter. So, weiter hier, Gothic. Wollen wir versuchen, ihm die Truhen vor der Fresse wegzuöffnen? Bitte. Ich meine, der guckt weg, der Idiot. Ne? Ja, jetzt geht er bei. So, ich muss mich was notieren, ja, ne? Okay. So, ich bin wieder bei Google am Stisi und kann mitnotieren. Wann fangen wir mit links jetzt an? Ja, ich fange mit links an. Hört sich gut an. Ich sage, jetzt geht's mit rechts weiter. Abgebrochen, okay. Okay, also links, links. Links, links, habe ich euch notiert. Rechts? Rechts. Oh, okay, shit. Dreimal links, okay. Links, links, jetzt aber links. Rechts. Rechts. Auf, nice. Warte mal, ich drehe mich schon mal um. Wir gucken mal, wie er reagiert. Ah, der ist gechillt. Alter, was für ein Superidiot. Der hatte eine Aufgabe. Wie doof ist der denn? Tja, der kommt seiner Arbeit nicht nach. Ich will kurz mal checken, was er dazu sagt. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Alle subscriben jetzt das hier. Die gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Korinnes zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten. Aber ich behalte dich im Auge. Also treib es nicht zu weit. Eigentlich sollte er stolz sein. Also, weil. Okay, dann speichern wir jetzt mal. Wir können einfach auch gut klauen.
Wollen wir gleich mal gucken, was er sagt, wenn wir ich noch möchte, dass wir so viel stehlen, bis wir ihm eins auf die Fresse hauen. Okay, diese Kiste oder die andere? Da hinten war ja noch eine zweite. Ja, das sieht er ja auf jeden Fall. Komm, wir machen ein Sekunden-Voting. Stell dich mal so mittig hin. Bitte ja, das ist doch super langweiliges Voting. Nein. Kiste 1 oder 2? Nein, links oder rechts? In einer ist der Zong. Ja, oder Tor 3. Okay, darauf, Tor 3 gibt es aber nicht. Darauf basieren Fernsehsendungen. Also okay. Erzähl mir nicht, dass das nicht spannend ist. Alles klar, wir machen das jetzt super spannenden Vote. Du musst dich mittig stellen, ja? Kiste 1. Nein. Kiste. Leute, ohne echten Vote. Das machen wir nur im Chat, ja? Okay. Der schnelle Vote, deswegen sag ich schnell, das. Ach, der Quick-Vote. Links oder rechts? Links oder rechts? Schnell. Links, beide links. Okay, links, es waren 6 okay, links. Alles klar. Wir sagen links. Ich mag links auch sowieso ein bisschen lieber als rechts. So. Oh, jetzt kommt der echte Vote. Mach nichts mehr. Eieiei. Der echte Vote ist da. Hashtag Gostik links, Hashtag Gostik rechts. 50-50. Jetzt geht's hier richtig ab beim Wahnsinnsvote hier bei Micha und Trixi. Es sind noch Lose da, Freunde. Joint uns hier beim Vote heute an diesem verrückten Mittwochabend. Das ist ja völlig krass. Ich meine, es ist egal, was wir auswählen, er wird uns danach auf die Fresse hauen, ne? Das ist im Grunde klar. Und darauf wird es hinauslaufen, auf eine gepflegte Keilerei. So. Lass mal, dem beiß ich eine Beule im Bart, dass ihm die Hose wegfliegt. Ramirez, der hat so ein... Links, hat wieder gewonnen so. Wer so eine Frise hat, der kann hauen. Danke, Paul. Aber mach mal wieder Links-Rechts-Dokument auf. Ein Links-Rechts-Google-Dokument. Ja. Darfst du diese Dokumente auch sammeln? Die kann man dann gut... So, warte mal, bevor wir hier nochmal beigehen, untenrum, speichere ich nochmal. Vielleicht noch ganz kurz. Ich rauch mein Ganja den ganzen Tag. Mhm. Und los kann's gehen. Los kann's gehen. Einmal rechts, bitte. Hört sich gut an. Mal wir gleich nochmal, wenn es sich gut angehört hat. Ja. Sehr gut. Nochmal gut an. Ich sage, jetzt geht's links weiter. Oh. Also dreimal rechts. Dreimal rechts. Dann einmal links. Eins, zwei, drei. Und jetzt links. Links. Oh. Geht noch weiter. Ui. Nochmal links. Nochmal links. Ja. Einmal rechts. Ja. Auf, perfekt. Was? Schon wieder nur Gold? Nimm's mit. Komm, was wir für reiche, geile Facker sind wir beide. Warte mal kurz, ich will wissen, wie er reagiert. Okay, dann nehmen wir die andere. Ja, alles klar. Speichern wir mal direkt und rauben die andere Kiste auch noch aus. Und damit war dieses ganze Gewote hinfällig. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Geil, wenn man das dem Chef einfach verraten könnte. Ne? Alter, ich habe gerade euer Lager geplündert und der Typ stand daneben. Ohne Scheiß, ey. Und dann wird er gleich gelünscht. Aua, aua, aua. Eben, dann wird er richtig Aua haben. Aua kriegen. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. So. So, gleich geht's weiter hier. Truhe. Jetzt wieder kritzeln. Rechts geht's los. Oh, warte mal. Mein Dokument hat sich rechts geht's los. Ich will nochmal speichern, glaube ich. Aber ist auch abgebrochen. Also links geht's los. Links. Okay, links, rechts. Links, rechts. 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 Links. Ah. Okay, dreimal rechts. Also links, rechts. Links, rechts, rechts. 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 Links. Links. Okay. Und nochmal links? Links. Auf, okay. Oh. Ach, das ist alles so mau. Haben wir drei Dietriche verbraten jetzt, ne? Müssen wir mal schauen, ob uns das wert ist. Ja gut, ich meine, kann man die nicht auch sonst kaufen? Bei unserem... Ja, die kosten ungefähr wie 75 Gold. Insofern. Machen wir bei null raus, ne? Aber das fürs Gefühl. Ja, fürs gute Gefühl. Mitmachen, ja. Macht Spaß. Ja. Aber ich finde auch gut, ne? Bei den Dieben ist man gleich zu Hause, da kann man gleich alles wieder weg zurückklauen. Das ist wie in Münster mit den Fahrrädern. Ja, du hast recht. Geklaut wird, ne? Nimmst du einmal Neues. Nimmst du Neues, zack. Was glaubst du, wie viele Menschen in Münster machen das so, diese Praktik? Ich hab's so gemacht. Ja? Ja, da waren teilweise... Anzeige ist drauf. Das nein, ist. Da war ein Haufen... Große, nein, das war nicht Haufen so, wie sie denken. Rostigen, vergammelten die brauchten sie ja nicht mehr. Die brauchten sie ja nicht mehr. Ja, und die lagen da rum, oft, ganz ehrlich. Ist ja wie an der Wursttheke. Brauchen sie diese jung, Kinderwurst noch? Ich war jung und brauchte die Heimfahrt. Na gut. So, weiter geht's. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war nur ein geplanter Witz. Ein geplanter Witz? So, hier ist die Chefin. Das hier? Und der Typ, der uns da hinführen sollte, ist hier, genau. Und von hier, Jasper kriegst du auch den Key. Bevor wir uns hier irgendwo... Aber hier geht's auf jeden Fall hoch ins Hotel. Die Eule da oben vom Hotel, die mischt auf jeden Fall ordentlich mit. Die mischt mit, aber ich glaube, das ist sie nicht. Sie heißt anders. Sie nicht, nee. Ich weiß nicht mehr wie, aber anders. Einen anderen Namen hat sie auch. Ab in eine Koje kurz. Das ist ja schrecklich. Ja. Und jetzt kann's weitergehen hier. Ach, ist das aufregend, du. Mitten in der Höhle des Löwen. Ich finde, wir schaffen gerade schon wieder so viel. Ja, das geht nur ab.
Ja. Das ist natürlich nice, ey. So, ich würde auch sagen, mit dieser Klau-Strategie, keinen interessiert. Die schwierige Truhe ist hinter der verschlossenen Tür. Den Schlüssel gibt's bei Jesper, den Typen, den ihr folgen solltet. Ihr müsst ihn umhauen. Aber wenn er down ist, steht er auch nicht mehr auf. Ach krass. Und den kann man umhauen und den Rest interessiert's nicht, oder was? Ich lese hier nur vor. Okay, ich habe gespeichert. Wir probieren es an der nächsten Truhe. Du darfst wieder aufschreiben. Ich habe meinen Block rausgeholt jetzt. Okay, alles klar, ich fange an. Was für eine Seite war das? Es war rechts. Also links. Geht nicht. Links. Links, rechts also. Nee. Links, rechts, rechts. Okay, nee. Links, rechts, links. Links, rechts, links. Jetzt nochmal links. Links, rechts, rechts. Okay, auf. Sehr gut. Ja. Fast wie ein Paradiddle. Links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Ja, fast. Ja, geil. Paradiddle. Das ist die geilen Drummer hier vor Ort. Die geilen Drummer. Ich will spätestens um 10 Uhr nicht mehr gerade gehen können. Wollen wir kurz mit Jesper reden, versuchen ihn herauszufordern, oder wie ist das? Alles klar. Hey, du. Nee, der will aber nicht. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Gut, dann reden wir hier mal kurz mit der Chefin. Jetzt wird's spannend. Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Wunderschön. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Ja, ja. Wollen wir, ne? Ja, 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 ja. Aber erzähl mir mehr von euch. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Was habe ich davon? Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Ja, weiter geht's. Jetzt kommt hier das große Geheimnis. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Ja, so seht ihr aber auch, ich muss mich da nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind die Regeln? Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Okay, wir sollen nicht umhauen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, ja, bringen wir dich um. Das sollten wir auch und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Ja, machen wir mal, ne? Leute, jetzt ist es gleich soweit. Wir werden wieder Mitglied einer ganz fantastischen Gang. Und ich rede nicht von... Nur das gesagt, die miesesten Schläger, die miesesten Schläger, die miesesten Taschendiebe. Und ich rede hier nicht von Cool in the Gang, nein. Die wohnen im Gullideckel. Liebst du auch den Chat so sehr wie ich? Ja, die sind super. Ey, wirklich, ohne euch? Die allergeilsten. Ja. Nice, Mann. Die reine Elite des Internets. Die Elite des Internets ist hier am Stisi und jetzt sind wir gleich am Start bei Cassia. Moment, was passiert, wenn ich erwischt werde? Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Kriegen wir hin. Okay, ich bin dabei. Und wenn ich euch nicht beitrete? Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Mhm. Nein, wir sind doch dabei. Wir wollen doch dabei sein. Ja, ne? Das entscheiden wir. Machen wir kein Vote zu, ne? Nein, nein, nein. Okay, ich bin dabei. Das ist pures... Okay, ich bin dabei. Du hast klug entschieden. Wenn du dich beweisen kannst, werden wir dich in unsere Reihen aufnehmen. Das ist so eine Quest. Es steht dir natürlich frei, schon jetzt die Fertigkeiten der Diebe zu lernen. Du wirst sie brauchen. Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden.
Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Nix, wir müssen nur zuhauen. Das wollen wir alles gar nicht wissen. Wir wollen das alles gar nicht machen. Ne? Nein, wir wollen vor allen Dingen keine Lernpunkte verbraten, nur um leise zu können. Ohne Witz, geh weg mit deiner hohen Stirn da. Wirklich. Ja, wirklich, ey. Das ist ein bisschen wie Micha Petrescu auch, ne? Diese schwarzen, na egal. Egal. Die muss wirklich? Ich mich beweisen. Kannst du mich unterrichten? So. Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Constantino, besitzt einen schönen Ring. Mhm. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Okay. Gut. Also Pete for Play schreibt, Taschendiebstahl bietet neben Geld und krassen Items auch noch Erfahrungspunkte. Würde ich auf jeden Fall machen. Das verstehe ich nicht so ganz. Also er meint wahrscheinlich, dass wir, wenn wir was stehlen, Erfahrungspunkte bekommen. Okay, verstehe ich. Aber unsere Erfahrungspunkte wollen wir ja in das ultimative Draufhauen investieren. Aber er hat recht, ich glaube zumindest so die Basic Skills, wir haben ja einmal Schlösser knacken und so. Das könnte nicht schaden, meinst du? Dass wir zumindest schleichen lernen, das macht dann glaube ich auch nochmal extra Schaden und so. Ah, also schleichen lernen müssen wir wahrscheinlich noch. Taschendiebstahl weiß ich nicht. Oder meint er jetzt speziell Taschendiebstahl ist geil? Hey. Ich denke ja, dass er das meinte. Kannst du mir was beibringen? Willst du lernen, wie du dich lautlos bewegst? Ja. Schleichen lernen, 100 Gold zahlen. Dann verlieren wir unsere 7 Lernpunkte, die wir haben, ne? Wieso? Kostet das jetzt Lernpunkte? Müsste da nicht stehen, was es kostet? Also es kommt gleich erst, ne? Mit 100 Gold zahlen, dann kommt, glaube ich, erst der Dialog. Ich will schleichen lernen. Hier ist das Gold. Na, das ist Gold schon mal weg. Jetzt kommt dann sag der Dialog, mir Bescheid, wenn du soweit bist. Lernpunkt, schätze ich. Okay. Nee. Zeig mir die Kunst des Schleichens. Schleichen ist unabdingbar für jeden. Gut, das haben wir es gelernt. Vor allem, wenn du in fremden Häusern unterwegs bist. Hüte dich davor, einfach so reinzuspazieren. Aber die XP, ne? Packen wir auf Hauen. Packen wir auf Hauen. Packen wir auf Hauen und Klopfen. Aber wir haben jetzt da welche verbraten, ne? Und du kannst ungehindert arbeiten. Ehrlich? Ich glaube schon, ja. Guck mal schnell ins Log. Da sind sie weg, die 5. Fuck! Ah. Ich will doch alles auf maximale Klopfkraft! Junge! Ja gut, wir können vielleicht, wenn wir dadurch jetzt alles wir können ganz Corinnes ausrauben. So, schnell, da, alles umbringen. Wir müssen jetzt schnell aufleveln hier. Ja, okay, wollen wir noch ein Level aufsteigen? Ey, wir müssen 2 Level jetzt aufsteigen. Wir haben den Leuten was versprochen und wir stehen zu unseren Versprechungen. Ja, okay, müssen wir noch kurz 2 Level aufsteigen, das wäre natürlich hart, ey. Ja, komm, jetzt klopp alles weg. Okay, was machen wir jetzt? Was ist jetzt der Plan? Wir geben jetzt erstmal den Bossbossbogen zurück, da kriegen wir Erfahrungspunkte. Okay, genau. Dann gehen wir zu dem anderen Dude mit den Geschirre, mit den Bechern da, meine ich. Du bist also dabei. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb. Nicht mehr und nicht weniger. Aha. So, ich wollte nur mal kurz den Dialog checken mit ihm. Wir gehen jetzt natürlich den anderen Weg raus. Nicht den, wo wir gekommen sind, sondern... aber wenn wir jetzt nicht in diese Tür kommen, was ist denn dahinter? Der Chat schreibt, bitte neu laden. Wieso? Ach, weißt du, Chat... Du hast ja recht, ich bin auf deiner Seite, aber wir haben jetzt so gespielt und jetzt werden wir erst recht geil abgehen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben bis jetzt alle Entscheidungen nicht revidiert. Ist alles cool. So, ich wollte immer schleichen lernen, das habe ich schon immer schon gemacht. Kannst du schön in die Häuser eindringen. Das hätte ich mir gar nicht anhören brauchen, das hätte ich so gekonnt. Mhm. Und zack. Da ist ein ordentlicher Schlag in die Schnauze. So, dann kommen wir direkt mal hier raus. Ah, okay, richtigen Schlüssel, alles klar. Stimmt, müssen wir erst zur Gilde gehören wahrscheinlich, ne? Ja. Also müssen wir doch zurück, ab ins Hafenbecken und jetzt haben wir 2 Optionen. Die 2 schnelle Optionen wäre Constantino natürlich zu bestehlen oder Bossball erstmal den Bogen zurückgeben, ne? Letzteres machen wir erstmal. Jupp. Bitte. Was habe ich hier noch in der Auslage? Mal gucken. Hier lag ich doof oder was? Ach hier. Was ist hier? Ich kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten. Ja, es gibt niemanden zum Treten hier. Ist ja auch ein bisschen ärgerlich so hier. Falsche Richtung. Jetzt hau ich aber echt gleich zu, Mann. Wir machen nur, so klatscht. So unaggressive Quest heute. Warum ist das alles so? Ich will mehr töten. Ich muss die alle weghauen. Ey, ich möchte auch so eine coole Brille haben. Warte mal, mach nochmal die Brille für Micha. Brille für Micha, geht das nochmal schnell hier? Mhm. Warte. Gibt wohl keine Brille mehr für dich. Keine Brille mehr, alles klar. Kacke, ey. Ja, doch, doch, da ist sie. Da ist sie. Ah, nice. Geiles Ding, ey. Warte, 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 nicht bewegen, warte, warte, und warte. Hier hat irgendwas geblinkt gerade. Okay, cool. Oh, hier, Leute, rostige Schwerter, können wir auch mit verscherbeln. Gut, Bossbass Bogen, endlich mal zurückgeben, auch nicht schlecht. Die Tür lassen wir offen, damit jeder Idiot hier reinkommen kann.
Hier, nimm doch das Ding damit. Ja. Da leuchtet ein Trank da. Ja. So, jetzt raus. Raus hier. Ab zum Bossball. Ach, das hat mich irgendwie deprimiert, ne? Diese stinkende Kanalisation. Let's did it, sag ich immer. Ne? Die hängen da den ganzen Tag rum. Ja, die hängen da rum, dann will die Olle da einen Ring haben. Ja. Kann's nicht selber klauen, ne? Schick mal den namenlosen Superhelden. Micha heißt der ja. Ne? Und stehlen lohnt sich nicht, das sieht man da immer wieder. Guck mal, da Riesenfisch! Mann, du, da können 400 Familien von leben. Das ganze schöne Gras, was da unten wächst. Wirklich, das ist ja auch ist Wasserpest. Mhm. Wasserpest, okay. Wasser. Ich hatte ja ein Aquarium. Ja, wie schön das hier blubbert und so. Mhm. Mich brauchst du das nicht. Jetzt geht's hier hoch. Bossbar, wo steht denn nochmal Bossbar rum? Das weiß ich nicht mehr genau. Der war entweder am Marktplatz oder hier vorne direkt beim Schmied irgendwo. Ich meine, Bossbar ist sogar der ganz rechts, der uns auch als Lehrling genommen hätte. Checken wir mal aus. So, auf der Insel gegenüber des Hafens ist der Schatz der Debius-Gilde. Genau, da kann ich mich dran erinnern. Konstantino Vergessenszauber anwenden, das dürfen wir auch nicht vergessen, exakt. Das, ja, aber das haben wir letztes Mal schon versucht. Nee, wir müssen einfach nur bei irgendeiner Person das anwenden, bei ihm ging's nicht. Ah, okay. Ne, wir können auch Bossbar gleich wegkloppen und das anwenden. Ich glaube, dieser Bogen gehört dir. So, mein Bogen? Wo hast du ihn gefunden? In einem dunklen Loch voller Ratten. Ja, ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten gekommen. Ah, wir machen's anders, okay. Nein. Ich habe sowas schon öfter gemacht. Das war doch klar. Na, jedenfalls danke. Ich schulde dir was. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So. Okay, pass auf, jetzt gehen wir zu Konstantino. Das ist doch alles nur gerecht. Machen wir nachts. Lass mal bis nachts pennen. Aber du willst gleich was klauen, oder was? Ja, wir hauen ihn um, klauen ihn in den Ring und dann vergessen Spruchrolle anwenden. Haben wir jetzt zwei Quests mit einem Schlag, oder was? Yo. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Wo ist eigentlich Schleichen? Ich muss kurz mal in die Einstellung gucken. Ich glaube, das war X oder so. Warte mal. Alles klar. Ich leg mich kurz bei Pen bei unserem Schmied, das wird er ja wohl durchgehen lassen. Bin immerhin sein Lehrling. Nein, nein. So. Ah ne, bis nachts, ne? Ja, ja. Ist ja Quatsch. Das ist immer lustig, dann stehen sie hier vom Bett und warten, weil sie nicht pennen können. Bis Mitternacht. Ja. Ja, komm. Ah, schleichen ist X. Schleich dich mit X. Ja, hab ich gerade schon hinbekommen. Hat er schon hinbekommen, liebe Leute. So, jetzt sind wir hier raus, alles ist dunkel. Alles schläft. War das sehr nett vom Chat, dass die dich darauf hinweisen. Ja, super geil. Das sind sowieso die geilsten. Na? Und mir wurde gerade geschrieben, sei ein smarter Boy. So, wir speichern mal kurz, weil das geht jetzt bestimmt schief. Und guck mal, ey, wir konnten das doch jetzt gar nicht machen. Ohne Schleichen gelernt zu haben. Das machen wir aber nicht. Hey, warte. Das war doch schon vorher klar. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, reicht. Das tut mir leid. Oh nein, ich hab. Oh, ich Idiot. Ah, wie sauber du da reingeschlichen bist. Ja. So, jetzt müssen wir kurz mal hier gucken. Das Schuldenbuch klauen wir gleich auch noch. Das Schuldenbuch klauen? Ja, wirklich. Von dem Schuldentypen? Ja! Okay. Gleich haben wir die. Treffer. Mann, wir gehen so ab gerade. Jetzt brauche ich aber gute Sicht hier. Schön mit X drauflaufen. So, und ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Huiuiuiuiuiui. Guck mal, wie er sich freut. So, wo ist jetzt der Ring? In der Truhe? Ich hoffe doch nicht, dass Konstantino den im Gepäck hat, oder? Ich habe nicht, dass du das nicht gewusst hast. Meine Meinung. Okay, ich schreibe mit. Fangen wir mit links an. Glaubst du wirklich? Links, ja. Nochmal? Nee. Okay, links, rechts. Warte mal, er hat das irgendwie mitbekommen. Nimm die Finger weg da! Oh. Hau ihn mal um. Nee. Wieso? Vergessen Rolle? Geht doch klar. Der steht ja wieder auf. Okay, meinst du echt? Ja, oh. Der Alte sieht wehrhaft aus. Warte mal. Wehrhaft. Oh, Scheiße. Das ist ein wehrhafter Alter. Aber er. Okay, aber er haut daneben. Also, ich kann auch bei dem Helden nicht pennen, jetzt ohne Scheiß. Er hat aber ein paar Tränke eingeschmissen von seinen. Guck mal, was der wegstecken kann. Ja, come on. Er hat eine gute Pflanze am Stiel. Aber jetzt haut er dich. Also, einen kritisch noch. So. Fiona, der ist tot, perfekt. Alter, der ist tot. Echt? Wie? Der ist nicht tot. Nee, der ist nicht tot. Jetzt schnell ausrauben. So, genau, schnell alles. Da ist ein Ring, ja? Da ist ein Ring, jetzt nochmal die Truhe, zur Truhe schnell. Nee, warte. Vergessen. Das ist sofort vergessen, Rolle. Schon mal ins Gepäck hauen. Wo ist er? Da. Da. Okay, ist schon auf 4, alles klar. Geh ihm zur Truhe. Raus damit. Geh ihm noch zur Truhe. Ja. So, hat das jetzt gewirkt? Ja, auf jeden Fall. Warte mal. Ich sofort pennst. Jetzt würde dich anpacken. Und es wird noch viel schlimmer. Was ist los? Sag nicht, das hast du. Abgefahren, dass das geklappt, oder? Ja, sonst würde das nicht mehr mögen. Es hat voll geklappt. Geiles Ding, okay. Der Ring kommt auch.
Ring haben wir auch, dann ist in der Truhe wahrscheinlich gar nichts Gutes drin. Ne? Ich gehe mal wieder raus hier. Schön rückwärts. Unauffällig. Nein, nein! Wir uns angucken, der alte Stelzbock. Ach Mann. Stelzbock. Stelzi-Boy. Ja, darauf müssen wir erstmal hier. Ein Klatschi-Boy. Ah. Leute, das war ja mega. Oh. Was machst du? Und ich wundere mich, dass die Mikrofone immer nicht so gut funktionieren. Ja. Kurz mal dran geschubbert. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Den Ring haben wir. Wollen wir die Truhe nicht versuchen zu knacken? Oder? Doch. Wir müssen. Ich würde sagen. Gehen wir jetzt zu dem anderen Händler. Ladet den Spielstand neu. Ja, das stimmt. Können wir machen. Naja, wir können mit einer Vergessenrolle können wir die Truhe klauen. Also den Inhalt der Truhe klauen. Ach komm, das ist egal. Okay, scheiß auf die Truhe. Da haben wir nur zwei Dietriche verbraten, das weiß ja schon. Ihr könnt Jesper auch mit dem Taschendiebstahl den Schlüssel klauen, dann müsst ihr nicht verraten, okay. Schleich ins Kacke. Das habe ich schon immer gesagt. Okay, macht mal einen neuen Spielstand und geht bald zu Konstantino. Ihr habt nur begrenzt Zeit. Ah, okay, verstehe. Hast recht, das erinnert mich auch. Wie zu Konstantino? Ja, mit dem Vergessenszauber. Quatsch, das haben wir jetzt ja gemacht. Das müssen wir aber zu Zuris halt, ne? Ja, genau. Muss ich aber kurz trotzdem mal hinlegen, ne? Gibt's da noch ein anderes Bett? Ja, da liegt schon einer drin. Alter, was wir alles machen müssen! Noch schnell zum Piraten rechts im Hafenbecken. Was schreibt ihr denn hier alle? Ich bin doch viel zu spät. Alter. So. Oh, ich hab... So, Zuris. Der Chat ist ja viel weiter als ich. Warte mal. Ich muss eins nach dem anderen... Falscher Ring! Es ist der falsche Ring! So. Oh nein, es ist in der Truhe. Es ist der falsche Ring. In der Truhe ist der Ring. Na egal, gehen wir gleich nochmal hin. Nein, jetzt! Nein, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit für die Spruchrolle geschrieben. Stimmt. Zuris. Da müssen wir erstmal hin. Hinder. Ja. Du schreist einfach alles aus, was sie sagen. Egal, machen. Tippt irgendwas ein, Krogi schreit es für euch. Falscher Ring! Falscher Ring! Schreibt, was ich schreien soll, Leute. Okay. Schreibt, was ich schreien soll, die neue Show. Junge! So, Ignaz heißt er. Na also, Krogmann! Ich habe die Spruchrolle angewendet. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Mettwurst! Wenn du willst. Okay, ja, ist klar, geil, nein, nice. Finde ich auch lecker. So. Der Lachs ist gebuttert. Schön, ey. Okay. Schinken! Unterrichten, Schinken, ja auch geil. Wie lange soll ich das machen, Michael? Oh, ich hab voll Hunger. Soll ich noch mal einen raushauen gleich? Ja. Schniedelwutz, okay, ja. Du kleiner Splasher! Die sollen mal... Nee. Was wollen wir jetzt machen? Ich bin voll verwirrt, das sind zu viele Eindrücke auf einmal. Du musst mich leiten. Du musst mich anleiten. Mit einem Wort, was du schreist. Weißbrot! Weißbrot, okay, wo gibt's Weißbrot? Ich hol das Weißbrot. Warum schrei ich eigentlich? Okay. Ja. Okay, wir haben jetzt die Spruchrolle angewendet. Jetzt wollen wir zurück zu Konstantino, um den echten Ring zu klauen. Was war denn das für einer, den wir jetzt geklaut haben? Jetzt klaut den Ringelappen! Ja. Gut, ich auch. Wir sind am Stüssel. Aber was hatte der denn jetzt für ein. Das war ein goldener Ring, was nicht? Nee, das war ein Silberner. Das war ein silberner. Silberner Boy. Hier ist noch was. Silberner Ring, okay. Ja, okay. Ich glaube, mir war es nicht, ne? Nope. Gut, dann haben sie recht, dann müssen wir nochmal die Truhe knacken. Aber den richtigen Ring holen, dann schnell zu Castilla. Ja, wir machen jetzt Meta. Wie viel Zeit haben wir noch? Was schaffen wir heute? Wir wollen noch zwei Level aufsteigen. Ja, das Ding ist, der ist sofort aufgewacht bei einem Fehler vom Schlösserknacken, ne? So sieht's aus. Und dann hauen wir den nämlich um. Deswegen habe ich gedacht, hauen wir ihn um, gehen dann zur Truhe und dann vergessen Zauber. Ja, oder wir finden die Kombination raus, laden dann nochmal neu und machen keinen Fehler beim Schlösserknacken. Okay, wir machen keine Fehler mehr im Leben. Ja. Aber ist das lamer? Ich weiß es nicht genau. Speichern nochmal erstmal. Auf einen anderen Spielstand, ja. Hier dann da drunter. Und, ja gut. Schmeißt den Ring ins Feuer. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder schlafen, bis nachts ist, ne? Ja, und vielleicht können wir mit unserem Schmiedfreund, da können wir auch mal was schön in der Kiste mal gucken, was da los ist. Wie? Ja, der hat auch was Feines in der Kiste drin. Echt? Jo. Ah, okay. Bis Mitternacht. Aber der wacht ja auch auf, wenn ich... Ne? Ja, hier so rumäumeln. Aber was heißt denn das? Wer schreibt dir Werbung? Infantata 92, warum bist du so? Warum bist du ein Hellseher-Mensch? Warum kannst du genau wissen, was hier auf der Uhr steht? Woher weißt du das? Arbeitest du in der Regie? Bist du Paul? Das verstehe ich nicht. Alter. Oder nicht? Ja, das ist wirklich... Das ist doch ängstlich. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Du bist auf jeden Fall... Don't vote Donald Trump. So. Ja. Genau. Ich hatte gerade. Okay. Okay, geil. Okay. Leute, wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Jetzt mit der geilen Diebstahlaktion, die geht gleich weiter. Nice, jetzt geht's in die Werbung. Der Bruchzeit 2. Okay. Das war ziemlich heftig. Bis gleich.